Jo, Lichtmusik anmachen heute. Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin zu Hause. Heute gibt es nichts zu tun. Ich bin aber nicht die ganze Zeit zu Hause. Ich bin nämlich gerade erst von draußen rein. Draußen regnet es die ganze Zeit. Es ist nass, hat der Ringo auch schon geschrieben, dass es nass ist in Berlin. Ich war heute meine Tochter wegbringen schon. Dann war ich im Auktionshaus danach. Danach war ich in einem anderen Verkaufsladen. Jetzt gehe ich gleich noch zu dem Trödler hier in der Straße rüber. Da habe ich gestern was gekauft. Und zwar handelt es sich um ein Likörtablett. Total schön, total toll. Es ist Jugendstil, später Jugendstil. Aber das Schöne daran ist, ich wollte ja sowas schon immer mal haben, das ist vernickelt. Das Schöne daran ist, dass es sogar noch radbezogen ist. Also hier steht, ist der 8. Preis, ist der große Adlerpreis 1926. Und dann steht N.R.V. Adler. Also entweder ist es der Neuköllner Radfahrerverband oder so, Adler oder Radfahrverein. Das weiß ich eben nicht genau. Ich denke, es bezieht sich tatsächlich auf Radfahren. Ja? NRV Adler 14. Fand ich richtig schön, richtig toll. Und jetzt sind finde ich toll, die Dinger. Also ich mag sowas. Na, da wurde so gereicht hier. Oh, ein Gedeck. Zack, bumm. Fand ich schön. Hat 20 Euro gekostet. Das ist nicht viel. Also das finde ich überhaupt nicht viel. Ich mag ja so eine alten Sachen, ja, so ein bisschen Tischkultur. Und das finde ich ist angemessen. Ja, jetzt wird noch ein bisschen geputzt. Das ist vernickelt, wie gesagt. Das ist jetzt keine Versilberung, das ist eine Vernickelung. Muss man ein bisschen aufpassen mit dem Putzen. Kriegt man halt nicht so blank. Das hat einen gräulicheren Schimmer als eine Versilberung. Fand ich schön. Kommt dann irgendwann natürlich im Keller als Dekoration. Mich freut. Ja, wollte ich euch kurz mal zeigen. Ja, und ansonsten schauen wir mal jetzt, wie gesagt, es regnet. Es ist jetzt mittlerweile, ist es dreiviertel zwölf. Dann schauen wir mal, wo Marlies bleibt, wann die kommt von Arbeit. Die ist nämlich auf Arbeit. Ich werde jetzt erstmal Käffchen trinken gehen und ein Brötchen essen oder sowas. Also mal sehen. Ja, sowas werde ich jetzt machen. Ist total toll, die können nicht kippeln, nix, gar nichts, die nicht so anheben und raus. Ich finde die total toll, ich finde sowas richtig gut. Ach, mit einer Auktionsnummer so ja unten drunter. Kommt aus dem Auktionshaus. Ja, ja. Wunderbar. Gut, ich freue mich, wie gesagt, dass ihr trotzdem, es jetzt nicht nur ausschließlich um Fahrräder geht, dass ihr trotzdem weiterschaut. Ja, es lässt natürlich nach, man merkt es schon. Also sind natürlich die fachspezifischen Zuschauer, die sind jetzt so ein bisschen weg langsam. Die denken sich jetzt langsam beim dritten, vierten Mal, beim vierten Video, oh Mann, ja, jetzt macht er doch nur noch Bäume fällen. Ja, das ist jetzt halt mein Job gerade, deswegen mache ich das. Aber an euch alle, wie gesagt, ich finde das toll. Und wenn ihr das schön findet, ihr könnt es unterstützen, natürlich, indem ihr einfach abonniert, indem ihr einfach weiter sagt, wem es interessieren könnte. Es ist eben nicht nur einfach, es geht nicht nur um den Fahrradladen, so wie beschrieben. Es geht im Grunde genommen, ist es mein Leben, ist meine Familie, das will ich euch alle so ein bisschen zeigen. Und zwar nicht geschminkt, nicht gestellt, sondern so wie es ist. Deswegen ist die Kameraführung nicht optimal, es ist der Ton nicht optimal, es sind die Rahmenbedingungen vom Licht, so wie das hier, nicht optimal. Könnte ich auch so machen, meinetwegen, aber es ist alles nicht optimal. Es ist einfach nur so, wie es ist. Ich sitze hier in meiner Kamera, rede gerade zu euch, ich bin draußen im Auto unterwegs und quatsche und laber. Ich bin auf Arbeit, irgendwo stehe ich im Garten und erzähle, ich stehe im Keller und erzähle und überall ist nicht alles optimal, weil es einfach so ist, wie es ist. Und das, finde ich, ist eins dieser Hauptkriterien hier auf dem Kanal, um die es auch geht, ja, dass es authentisch ist. Alles andere, dann verliert es irgendwie seinen Charme vielleicht oder so. Das möchte ich halt nicht. Ne? Also, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich, dass ihr weiter mit dabei bleibt und
Wir sehen uns vielleicht gleich. Vielleicht passiert heute noch was, vielleicht passiert doch nichts. Dann hänge ich es einfach an in den Vlog von morgen mit davor. Und schauen wir einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Ich weiß ja nicht, was der Tag noch bringt. So wie es aussieht, nicht viel außer Wasser von oben. Also, bis gleich. Guck mal, was ich hier auf dem Boden. Ja, gefunden. Was ist das? Wir alle gleichzeitig. Skati, wo ist die Schokolade? Und Skati. Weiß ich nicht. Mizi hat sie gegessen. Schlecht. Strafe muss sein. Ich hab aber mitgenommen. Herr Pollo. Warum brauchst du deine Gitarre? Wo ist die eigentlich? Im Auto. Welchen Auto? Im kleinen Auto. Oh, damit muss. Aber was machen wir jetzt damit? Krise. Ey, Kinders, ey, könnt ihr das nicht eher sagen? Gitarre fällt aus. So. Na, ich muss morgen mit dem anderen Auto. Ich krieg das alles nicht auf die Reihe. Ja, fährt morgen Dennis gleich mit zur Schule oder was? Ja, wir fahren von da aus gleich weiter. Wir werden nach Schönefeld durchfahren. Hm. Statt Autobahn. Hm. Nein, ich brauch die Gitarre! Ja, du kriegst schon deine Gitarre. Dann krieg ich nämlich Papas. Ja, müsste die. Nein, Papa! Ich bin meine! Nee, total verstimmt. Ich bin ja schon 5 Jahre im Auto. Total verzogen. Ihr müsst alle da lieb sein, sonst kriegt ihr keine Geschenke. Ne, ne? Man muss nicht nur lieb sein, weil man keine Geschenke bekommt. Und wenn man lieb sein soll, dann muss man seine Eltern umarmen. Und ich habe Schnurrbart. Meine Tochter ist in der Pubertät. Will ich nicht. Doch, ist sie. Er ist in der Pubertät. Der da. Meine Tochter, die da. Nein. Die da ist in der Pubertät. Was ist denn überhaupt Pubertät? Das heißt Pubertät. Was denn? Was ist denn Pubertät? Pubertät ist, wenn man viele Pickel kriegt. Wirklich? Ich hab keine Pickel. Sei froh. Ich will jetzt lieber nachkommen, was sie gemacht hat. Das sind Stimmungsschwankungen. Den du wirklich gerade unterliegst. Manchmal so. Ah, und dann. Und also. Und wenn der Mund ist. Also manchmal, wenn man Angst hat, dann hat man noch so einen Mund. Nein, oder? Und dann wieder kurz so. Oder so. Oder so. Ja, so wie du vorhin. Ja. Dann hat sie gesagt, ich will nie wieder eine Leinkugel. Ich so, na gut, dann nicht. Doch, ich will eine Leinkugel. Siehst du? Stimmungsschwankungen. Aber sie ist mein Baby. Ah ja? Und sie bleibt für immer mein Baby. Ich bin aber kein Baby mehr. Ja, sie bleibt ich bin zu groß. Mehr. Großes Mädchen. Du bist ein Quatschkopf. Großes Mädchen. Ein großer Jakob. Ich habe vorhin festgestellt, du hast noch Babyfüße. Guck dir mal diese kleinen Stumpen da an. Papa, ich fand den Teil lustig von dem Film, der so brutal war, wo er so den Metallmann so geschlagen hat und seine Hand war so wie Wasser oder so wie Wackelpudding. So was kommt hier also. Und dann nochmal so und dann war alles so wieder Wackelpudding. Ab 16 würde ich nur mal anmerken. Ab 16 ist ja auch schon, müsste ab 18 sein, das Ding. Oh ja. Ist es sogar ab 18? Fand ich gar nicht mal so brutal. Ach, ich dachte, der Film war so brutal. Na, brutal nicht. Bruchtal. Was heißt denn Fuck hier? Pubertät? Oh, Fuck hier. Was heißt das? Das ist kein Schimpfwort. Wirklich, was heißt das? Fick dich. Das sag ich dir wieder. Autsch. Nee. Ich hab mich geschnitten. Herzlichen Glückwunsch. Hey, an der Gabel. Da kann man sich nicht schneiden. Aber und jetzt muss ich pupsen. Also ich denke mal, wenn das nicht eindeutig Pubertät ist, liebe Leute, was ist das dann? Keine Ahnung! Siehst du? Jetzt mal gehen wir hier weg, jetzt gehen wir mal ins Zimmer und machen deine Aufgaben. Wann bist du da? Bis morgen.
heute passiert nichts richtig. Ich schicke das alles morgen mit hoch, diese ganze Video. Quatsch. Also bis dann. Ciao. Guten Morgen. So, wie los? Heute sind zwei Obstbäume dran. Treffe mich gleich mit Dennis wieder, laden wir das Auto ein und dann fahren wir los. Anouk schmeißen wir noch an der Schule ab. Perfekt. Dort, das es gibt die Möglichkeit 24 Minuten 11 Kilometer. 24 Minuten 11 Kilometer. Oh, das ist aber mit Stau, oder? Nee, also hier drauf ist kein Stau. So sieht's. Ich mach leise, aber das ist ja. Genau, hier bist du richtig. Und nach vorne wieder, genau. Rex Room. Du musst mir das mal sagen. Da, ey. Da. Halkerzeile 100 Meter abbiegen. Ah, ja, das ist da oder? Oben, was da oben steht. Was da oben steht, ja, 100 Meter okay. Und rechts. Das ist immer wichtig für mich. Oh, das ist aber Arbeit. Das ist ja hier nichts. Den kann man hinlegen. Den kann man ja einfach umlegen hier. Klatsch. Aber was noch? Hier? Dem. Ruf. Ja, hier mit der Holztreppe.
Los. Der ist weg. Ja, liegt da. Die Birne ist weg. Eine schöne Birne. Aber man sieht in der Mitte schon faul. Fauli Bauli. Hä? Sieht man hier. Das ist alles schon verfault, vergammelt hier. Da. Kann man nichts machen. Stammfäule. Ja, jetzt frühstücken. So, jetzt wird zusammengepackt und auf zum nächsten. Das war nicht gut. So, Frühstück im 60s, das ist auch was. Auf alle Fälle. Ja, so ist es ja meistens. Genau, so die guten Sachen hat man nicht auf Kamera. Ob wir mit Fisch arbeiten, wurden wir gerade gefragt. Ob wir Küche sind. Mit Fisch arbeiten. Auf dem Fischmarkt. Auf dem Fischmarkt. Und hast du den gerade gegessen? Ja. Den ja, der war ja. Ich hab die immer aufgehoben, egal wo ich war und Kaffee getrunken habe, gibt's da mal so einen Keks dazu, weil mir immer gesagt hast, dass Anouk die mag. Und der zeigt bestimmt so einen Stapel und alle sind nur noch grünlich und zerbröselt. So. Aus den letzten Jahren. Ich ja, Anouk, mitgenommen. Ja, Anouk mag die auch und sie streiten sich auch jedes Mal. Das, wenn ich hier ihn mitbringe, dann heißt es wieder, was für sexy ist, oder? Ah. Warst einfach mal einen Kaffee trinken. Das gibt es ja nicht mehr im 60s. Das ist gleich zu bedeuten mit 60s. Das weiß ich schon. Das riecht sie dann. Ne? Arbeitet ihr mit Fisch? Mann, Mann. Ja, korrekt. Ja. So, das ist aber jetzt sehr, sehr, sehr günstig, wie wir stehen. So, Autos abgeliefert. Jetzt fahren wir nach Hause. Jetzt geht es wieder Richtung Stadt. Ey, das ist natürlich. Dennis hat es jetzt gut, der ist jetzt schon zu Hause. Ich muss jetzt wieder von hier nach Neukölln fahren. Für mich ist es quasi noch nicht ganz Feierabend. Ja, erst wenn ich wieder da bin. Das ist aber ein bisschen nervig. Mir geht die Fahrer ganz schön auf den Sack. Der sagt, ich freue mich schon, wenn ich Beifahrer bin. Der ist sein Führerschein erklärt. Denn für den Fahrer ist das immer ein bisschen ein Stück weit anstrengender tatsächlich. Außer am Anfang, wenn man gerade einen Führerschein hat, dann ist das natürlich wunderbar. Man freut sich da, Auto fahren zu dürfen und so. Aber die Zeiten sind lange vorbei bei mir. Ich bin jetzt froh, wenn ich jetzt nichts mehr machen muss. So faul, wie sich das anhört, ist es auch. Ey, da hab ich keinen Bock drauf. Ach, jetzt komme ich richtig tief vor hier in dem Auto. Da liege ich ja drin, ist ja Wahnsinn. Jo, aber Auftrag erfolgreich ausgeführt. Wir waren noch im 60s, denn frühstücken, Mittagessen sozusagen. Brunch, so Breakfast und Lunch, Brunch. Und etwas verpasst. Jetzt geht's ab nach Hause. Dann werde ich meine Wanne setzen. Kann ich das überhaupt, wenn Marlies nicht da ist? Aha, muss ich wieder drauf achten. Ist
dass ich weg bin jetzt dauernd. Der Alte nicht mehr da, geil, Tür zu, bumm, fertig. Nuki hat jetzt ihren eigenen Schlüssel. Ach, sie werden so schnell erwachsen. Hm. Jo, zu Hause sind wir, meine Tochter macht Hausaufgaben. Ganz fein. Gut, ich verpacke noch ein paar Sachen, dann habe ich noch eine Stehlampe gekauft, eine echt hübsche, wie ich finde eigentlich. Wie finde ich die toll? Die da. Das ist eine Lambert, eine Original. Dann haben wir heute ja eine Kirsche gefällt leider und da habe ich ein paar Zweige mitgenommen. So ein bisschen zur Dekoration dieses zerstörten Zimmers. Ja. Jo. Dass da ein Loch ist. Ist Wort nicht mehr existiert. Meine Tochter macht Hausaufgaben. Oder so. Und Mutti muss ihr das wegradieren, weil sie den Radiergummi nicht bedienen kann. Okay. Das ist nicht die Aufgabe. Ich packe jetzt noch was ein, was verkauft wurde hier. So ein Zooheft habe ich verkauft, eins. Und dann mache ich Feierabend und schneide den Rest für euch zusammen hier, die zwei Tage, die letzten zwei. Also, macht's gut, wir sehen uns. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Mal schauen. Bis dann. Ciao, euer Tommy.